Der Aktienkurs explodiert, man plant einen Angriff auf Uber und Lyft und neue Modelle stehen in den Startlöchern. Bei Tesla brennt richtig der Baum. Und bald stellt wohl auch die Reichweite der Autos alles bisherige in den Schatten. Mehr dazu? Dranbleiben. Ich bin's, Christian. Moin. Tesla arbeitet weiter an einer besseren Reichweite für seine Modelle. Mit bis zu 600 Kilometern liegt die zwar schon über der Konkurrenz, aber das reicht Tesla-Chef Elon Musk offenbar nicht. Mit dem erwarteten Upgrade der Modelle S und X könnte Tesla noch in diesem Jahr die 1000-Kilometer-Marke knacken. Das soll durch einen neuen Akku erreichbar sein. Denn der bisherige Akku hat nur eine Größe von 100 Kilowattstunden und die reicht nicht für die ambitionierten Pläne. Um die gewünschte Verbesserung zu erreichen, müsste Tesla die Kapazität des Akkus auf 200 Kilowattstunden erhöhen. Damit wäre der dann aber auch doppelt so groß wie bisher. Wie Tesla das lösen will, ich bin überfragt. Ach ja, und wegen des Taycan gibt es natürlich auch Bestrebungen, die Leistung zu erhöhen. Neue Modelle sollen mit bis zu 800 PS ausgerüstet sein und dementsprechend die Nase vorne behalten, wenn es mal richtig zur Sache geht. Genannt werden diese Modelle übrigens Plaid-Versionen und die kommen gleich mit drei Motoren. Dann steht ja auch noch der Launch vom Model Y aus. Der Truck soll auch nochmal irgendwann kommen und in Brandenburg darf man endlich mit dem Bau des Werks beginnen. Tolle Zeiten für Tesla, schätze ich. Mal gucken, ob die Pläne auch alle zeitnah so umgesetzt werden. Aktuell sagt man, für den Truck muss man 5 Jahre warten. Das finde ich schon ein bisschen lang. Wie seht ihr das? Steht ein Modell oder irgendwas auf eurer Wunschliste von Tesla? Oder sind Elektroautos für euch immer noch Abfall? Ab in die Kommentare mit euch, ich bin gespannt.